Heute machen wir mal wieder so ein kleines Haul-Video. Ich bin gestern so ziemlich irgendwie in ganz spontanen Kaufrausch gefallen. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht shoppen. Und irgendwie kommt man dann mit super vielen Typen nach Hause. Ja. Wie gesagt, war nicht klug. Ich freue mich trotzdem über die Sachen, die ich gekauft habe. Und die will ich euch jetzt zeigen. Es sind Klamotten und ein paar Beauty-Produkte. Und deswegen bin ich als erstes in DM spaziert, um mir eigentlich Zuckerschnute zu kaufen, das Duschgel, weil ich hatte jetzt über YouTube so viel Positives davon gehört, dass es ja so ganz, ganz lecker riechen soll. Und ich musste das gestern einfach mal ausprobieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist richtig lecker. Es riecht genauso, wie alle das beschreiben. So wirklich wie ein Kuchen, wie Käsekuchen. Es erinnert mich wirklich an den Käsekuchen von meiner Oma mit so einem Hauch Zitrone. Super lecker. Aber ich habe es mir dann doch nicht gekauft. Weil wenn es so um Duschgele geht, bin ich eigentlich oder stehe ich eigentlich eher so auf diese frischen Spa, extreme Spa-Gerüche. Also ich liebe dieses, jetzt ganz neu, dieses Baby-Meeresrauschen. Das riecht so, also das ist so die Art, die ich liebe. Und was ich sonst immer benutze, ist dieses vom Palmolive, dieses Thermal-Spa mit diesen weißen Kügelchen da drin. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das riecht wirklich original wie ein Produkt aus dem Spa. Und da, wie gesagt, war ich gestern im DM und bei Zuckerschnute war ich mir da nicht so sicher und habe dann noch ein bisschen weiter rumgeguckt und habe dann die Wellnessdusche von Balea entdeckt. Und ich weiß nicht, ob es Limited Edition war und ich weiß auch nicht, ob sie es schon immer im Programm hatten. Für mich erschien das ziemlich neu und die hatten davon zwei Wellnessdusche, einmal Oase der Ruhe und Quelle der... Irgendwie habe ich mir hier schon bei der Aufmachung gedacht... Ja, Sandra, das könnte dir doch vom Geruch gefallen. Und es tut's auch absolut. Also es riecht... Es riecht echt göttlich. Also es riecht, was ist hier drin? Chinese Oolong Tee-Extrakt. Und es riecht wirklich so wie Tee, wie grüner Tee, wie weißer Tee, wie Bambus. Es riecht total lecker. Und es hat wirklich genau dieses Spa-Feeling, was ich liebe. Und ja, deswegen nicht Zuckerschnute, sondern dieses. Und es kam nur 85 Cent. Also wirklich, da kann man gar nichts falsch machen. Und weil ich nicht weiß, sagt mir mal, ob das Limited Edition ist. Also es steht nirgendwo drauf, aber ich denke mal, mir wäre das vorher mit Sicherheit aufgefallen. Und ja, weil ich mir nicht sicher war, habe ich mir gleich noch ein Backup mitgenommen. Ich meine, für 85 Cent. Da kann man nichts falsch machen mit Kipo. Da war ich, wie gesagt, in Alexia am Alexanderplatz und habe mir einen Nagellack gekauft. Und zwar so ein wunderschön leuchtendes Dunkelblau. Da ist es. Und zwar ist es die Farbe 336. Und den habe ich mir gekauft, weil ihn... den habe ich gesehen bei der Julia, ihr kennt sie bestimmt alle, Mischievous, bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgendein Schminktutorial von ihr, da hatte sie so einen absolut geilen, blauen, extrem blauen Nagellack und dann meinte sie halt, das ist dieser von Kikowa, 336, ja, und deswegen bin ich da gestern rein, aber es ist natürlich nicht mehr beim Nagellack geblieben. Da habe ich mir noch einen neuen Lippenstift gekauft, beziehungsweise einen Lippenstift, den ich schon hatte. Und zwar ist das Nummer 87. Ich weiß nicht, Kiko-Verpackungen kennt ihr ja bestimmt alle schon. Das sind so, die sind so MAC-ähnlich. Und zwar ist das die Nummer 87. Und das ist so ein dunkles Brombeere. Da seht ihr das. Sieht hier schön dunkel aus, ist aber im Auftrag. Ich mache euch mal einen Swatch. Leider sehr hell. Oh, Handy. Oh, ich komme mal hier näher. Kann man das irgendwie erkennen? Hallo? Da sieht man die Farbe. Also es ist nicht so dunkel wie gewünscht. Und was ich da einfach gemacht habe, also ich habe mir noch dazu zwei Lip Liner gekauft. Einmal die 308. Oh, so. Einmal die 308 und 309. Und die 308 ist wirklich genau der passende, absolut passende Ton. Ups, dazu. Ich swatche den mal gleich daneben.
Also wenn ich es mal passend tragen will, dann 308 mit der Nummer 87. Wie ich wirklich trotzdem wunderschöne Herbstfarbe, dieses Bordeaux. Und wenn ich es aber wirklich ein bisschen, weil ich liebe jetzt im Herbst und Winter immer extrem dunkle Lippen. Und deswegen habe ich mir die 309 geholt. Und da seht ihr, glaube ich, schon der Unterschied. Ist so dieselbe Farbrichtung, aber halt ein Ton dunkler. Und was ich dann gerne mache, also ich male die Lippe dann damit aus. Naja, jetzt wird es nicht so. Aber doch, ihr seht das schon. Und trage dann den Lippenstift einfach darüber auf. Und dann brauche ich mir keinen neuen Lippenstift kaufen, sondern kann das damit einfach ein bisschen optisch dunkler machen. Mit den Beauty-Produkten. Und dann geht es weiter mit H&M. Und da habe ich mir zum einen hier so einen Top. Ich muss mal gucken, ich glaube, die Kamera ist gleich wieder aus. Oh, irgendwie sieht der auch jetzt ein bisschen total bescheiden. Oh. So, also so ein Top, so ein Nude. Goldfarbenes Top gekauft für 12,95 und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, das ist so mit goldenen Fäden durchzogen, also es ist so goldmetallisch, aber ich glaube, man kann es gar nicht erkennen. Wunderschön und einfach wieder in so eine Hose, in so eine lockere Chino-Hose gezogen. Ich mach's mal aus der Entfernung, stelle ich mir das richtig hin. Schmuck. Und da habe ich mir zum einen so einen großen Statement-Ring gekauft in Gold. Da seht ihr den. Mit so einem marmorierten, beigefarbenen Stein. Fand ich wirklich super schick, super edel. Weil er auch mal nicht rund ist, sondern rechteckig in der Form. Und der kam 7,95. Habe ich mir dann noch diese Kette gekauft. So eine wunderschöne große Statement-Kette. Ganz schlicht und ganz dünner. Also diese Kette an sich wirkt fast wie so ein Drahtfaden. Und dann halt hier diese wunderschön große Anhänger einfach wirklich auch wieder so als Statement-Piece für 9,95. Das war das. Das waren die beiden Schmuckstücke. Und dann geht's weiter. Oh, jetzt kriege ich den Ring nicht ab. Zack. Mit einer wunderschönen wieder Acid Wash Jeans stehe ich da nach wie vor absolut drauf. Und zwar in Grau. Das ist diese. Wunderschön mit einem hohen Bund. Ist ja auch selten. Also die geht wirklich bis weit über den Bauchnabel. Und auch wieder super eng in. Nee, Quatsch, nicht in. Für 19,95. Und hier sieht man halt wieder so diesen leichten Acid Wash. So, das ist die. Und dazu habe ich dann entdeckt einen wunderschönen Cropped Pullover in einem, ja, wie kann ich es beschreiben, Neon-Senfgelb. Also ist schon so ein dreckiges Senf. Da sieht man das aber auch schon, also wirklich doch sehr leuchtend, sehr kräftig. Das ist ja auch eine absolute Trendfarbe und finde ich auch super schön, immer kombiniert, wenn man dann so knallrote Lippen trägt. Für, ich glaube, der kam mir 9,95 und den stelle ich mir mit der grauen Hose, also wirklich richtig geil vor. Wirklich richtig gut vor, so in Kombination Grau und dieses Senfgelb und dann vielleicht noch diese große Statement-Kette. Glaube ich, kommt ganz gut. Und dann geht es weiter, da bin ich mir aber nicht sicher hier bei dem Teil, ob ich das nicht zurückgebe. So ein loses Top, einfach so ein langes, loses Top und da steht jetzt hier High Heels, High Hopes. Das finde ich aber, also wegen dem Spruch habe ich es mir nicht gekauft. Ich stehe eher auf diese Razorbacks und dann diese extrem weit ausgeschnittenen Arme. Also, dass man wirklich so einen Top drunter ziehen kann und dass es wirklich ganz weit an der Seite bis zur Taille runter geht. Aber es ist mir halt einfach ein bisschen zu lang. Es ist zu lang, um es in eine Hose zu ziehen. Dann entstehen irgendwie so Würste unter der Hose. Aber es ist mir auch zu teuer. Es kam 13 Euro, um das jetzt zu zerschneiden und ein Crop-T-Shirt draus zu machen. Bin mir noch nicht so sicher. Also muss ich mir noch überlegen. Ansonsten schönes Top. Also der Stil, der Schnitt. Der Schnitt ist das genau, was mir hier gefallen hat, aber
Mal sehen. Ich war noch mal ganz kurz bei New Yorker, eigentlich hauptsächlich um Taschen zu gucken. Da habe ich aber auch hier dieses mintfarbene, lockere T-Shirt entdeckt. Es war abgesetzt auf 7,95. Das ist die Farbe. Das zeige ich auch nochmal. Das ist so ein, wie gesagt, hellgrünes Top mit so leichten Sternchen. So ein paar Sternchen sind da drauf, silberne. Und finde ich auch immer super, so ein bisschen diese hochgekrempelten Ärmel finde ich auch ganz niedlich. Und auch wieder perfekt, so locker für zum Reinstecken in die Hose. Fand ich ganz niedlich. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Ich bin ja hauptsächlich einfach in New Yorker nur, wie gesagt, wegen Taschen reingegangen, weil irgendwie haben die zurzeit so geile Taschen. Klamottenmäßig, weiß nicht so, aber Taschen ist es fantastisch. Und was habe ich entdeckt? Ta-da-da-da. Eine Boxtasche im Vintage-Stil. Sowas habe ich ganz, ganz lange gesucht, vor allem in der Größe. Ich habe hier so eine ähnliche im Braun schon, in kleiner. Aber ich wollte halt eine etwas größere und die ist wirklich perfekt. Die ist schwarz mit so einem gestanzten floralen Muster. Wie gesagt, in Boxform. Hat auch noch einen langen Henkel drin und fand ich wirklich hammerhart. Für 1995 ist sie natürlich sofort bei mir in die Einkaufstasche oder in die Hand gewandert, besser gesagt. Und da bin ich wirklich super, super glücklich. Kommt dieser Primark-Tasche sehr, sehr ähnlich, den die ganzen britischen YouTube-Mädels oder die ganzen britischen YouTube-Mädels haben. Und ja, wie gesagt, das habe ich ja ganz, ganz lange gesucht. Jetzt gefunden und ich glaube, die ist ganz neu. Also wer auf so eine Taschen auch steht, rennt jetzt mal in New Yorker, weil die Taschen wechseln so schnell im Moment und die haben so geile Sachen. Die hatten auch noch so viele andere süße Täschchen, die mir gefallen hätten. Aber das war mein absoluter Favorite. Und ja, ich glaube, das war schon. Kamera ist wie immer gleich aus. Ich hoffe, dass es euch trotzdem wie immer ein bisschen gefallen hat. Das war so mein kleiner, schneller Mini-Shopping, spontaner Kaufrausch-Haul. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.